3x3, 5x5, 7x7. Dann Nein, 6x6 mach geht nicht. 5x5 und zieh einfach bloß die 5x5 Fläche 1 nach vorne, dass Also sie hier bündig hin. hier mit dem Holz abschließen. Weil das ist ja die Ja. Außenfassade. Okay, warte Das ist die mal. 1, Grundfläche. 2, 3, 4, 5. Okay, ja, verstehe Ne, schon. das ist schon die Grundfläche markiert gewesen für mich. Und Ja? dementsprechend ist das hier auch der unterste Block. Ah, okay. Ne, das, also nicht in den Boden versenken, sondern das hier ist der unterste Block. Ja, okay, da wo ich hier oben stehe, ist dann Genau, quasi das genau. erste Glas. Genau. Da wo du stehst, ist das erste Glas, deine komplette Körperhöhe ist das erste Glas. Also Glas ist dann das, das und das ist Glas. Ach, und das hier oben ist denn da Das ist die obere Ecke. die oberste Decke. Ja, okay, da Genau. muss ich also auch mal einmal rausnehmen. Genau. Das Ja, musstest du okay. dann einmal austauschen. Alles klar, dann mache ich das doch mal. Genau, Steht und da ich. schon. Ach so, wo wolltest du denn die Ventile hinhaben? Die da sollen denn quasi mittig hier am Rand. Ein Ventil ist hier mittig am Rand. Das ist Ja, das, das der ist ja wohl Einlass, mal weil hier kommt nämlich eins. der Endertank hin. Ja. Weil ich ja von hier aus mit Logistic Pipes weitergehe, hast du Okay. gesagt, das geht. Wir werden sehen, ob die Logistic Die. Pipes mit Endertanks funktionieren. Das hoffe ich. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Also es gibt ja dafür gibt es ja die Basic Liquid Logistik Dinger. Die denn quasi ja diese Ja, wir werden sehen, wenn nicht, muss ich irgendwas anderes einfallen Tankventile. lassen. Aber da kommt halt hier Ja. der Endertank hin, hier geht's rein. Okay. Mittig oder genau hier unten auf der Höhe. Ist ja vollkommen Wumpe. Und raus geht's dann hier oder hier hinten. Lassen Sie hinten rausgehen. Und ich mache mir jetzt noch vier Redstone Engines. Okay. Damit meine Pumpe oben verpumpisi Dingsbumsis. So. Dann. Ach ja, ich muss ja noch einen Chunkloader basteln, ne? Ja. Solltest du tun. Hi Sam. Hallo. Klebepist. Willst du die Ecken? Ah ne, bewegen sich ja auch. Guck mal, Sam voll klug. Ja, ne? Sam voll Ja, das Ober. ist ein vorübergehender Zustand. Achso. Es ist quasi ein Quantensprung. Hallo? Was ist das denn schon wieder? Chaos hat angefangen. Ja, aber 100, ey. Aber 100, 100? ey. 100? 100 Pfund voll ins Gesicht, ja. Kriegt der Chaos gleich von der Sam. Okay. Boah, ich freue mich schon auf den 15. Ja, Was ist ich denn weiß, was da ist. XXXXX. Das klang jetzt wie eine Sex-Hotline, aber egal. Oh. Höhle unten drunter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann wisst ihr ja, was euch am 15. erwartet. Drakeus und sein XXX-Game. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin voll begeistert von diesem Spiel. Ich will das unbedingt haben. So, warum nehmen wir Redstone Engines? Einfach, weil sie billig sind. Dann ganz einfach. Sam, du hast nicht zufällig noch vier Pistons übrig? Vier normale. Moment, ich muss mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Also ich habe zwar noch vier in der Hand, aber ich weiß noch nicht, ob ich die brauche. So wie ich das gerade gesehen habe, wenn du unten noch keine hingestellt hast, wirst du noch Unten ist exakt. einer. Ja, dann brauchst du gar keine mehr. Ja. Dann brauchst du gar keine mehr. Na dann hier. Wo bist du? Ich bin im Haus. Jetzt sagt sie, komm her und hol's. Ja, du kommst ja gleich wieder. Echt? Ich komme ja schon. Nee, weil dann brauche ich keine bauen. Wenn du Wahrscheinlich. eh noch welche hast, dann brauche ich keine bauen. Dann kann ich mir direkt abholen bei dir. Naja. Wäre ja sonst Blödsinns. Wenn ich da wieder welche bauen würde noch. So, ich hoffe, ich kriege das noch alles so hin mit meiner Stimme heute, weil wenn wir gleich noch Landwirtschaftssimulator aufnehmen wollen, Chaos. Ja. Machen wir ja gleich auch noch. Die Map ist schon vorbereitet. Die müssen wir bloß kurz laufen Yay. lassen, dass das Zeug schnell wächst. Dann muss ich noch eine einzige Folge Landwirt. Ich brauche die ohne Klebezeugs. Ja, dann habe ich sie nicht. Kann ich das Was Klebezeug denn? da wieder abmachen, Chaos, von den Pistons? Nein. Puh. Dann hast der Chaos jetzt mein ganzes Eisen, richtig? Ich hab Dein noch ganzes zwei. Eisen. Und ich hab noch Iron Ore. Fertig. Also Ja. und Ah, danke. so. Gib, 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 Fertig. gib, gib. Danke. Fertig. Wie fertig? Fertig. Tank? Ja. Was? Wow, Frame-Einbrüche. Ich hab Übung. Ich bin jetzt ganz kurzzeitig von 60 auf 30 Frames eingebrochen. Ja, solange es nicht wie bei mir ist, von 60 auf 2. Nee, 60 auf 2 eigentlich nie.
Ja, bei mir leider schon. Aber weiß ich nicht, seitdem der Tank da steht. Vorher ging es. Komisch. Ja. Schöner Tank. Ich habe sogar noch Materialien. Zwar nicht mehr ganz für den zweiten, aber ich könnte noch welche machen. So ja, aber nicht verschieben wir erstmal. Wir wollen ja erstmal, dass es überhaupt läuft. Ne? Hast du noch Eisenbarren? Ich habe noch ganz 5 Eisenblöcke. Oh ja, das ist auch ganz gut. Fünf. Da geht's rein in den Tank. Und hier geht's raus aus dem Tank. Ja, genau. Ich hab die Wells mittig platziert von dem Tank. Deswegen ja, aber, sind die hier so an der Wand. Ausgangsorte doch hinten. Ach so, der sollte hinten. Ich dachte, der sollte an der Seite nee, hier. Nee, hinten. Okay, ja, dann. Das ist alles gehüpft wie gesprungen. So, mach ja. Einfach Löchlein. So, ich hab doch da genug. Tschüss. Hey, wie ulkig ist das denn? Jetzt hast du den abgebaut, jetzt habe ich einen weißen bekommen. Hihihi. Aber da soll ja eh ein Ventil rein. Da, so, genau. Okay, das klang jetzt ein bisschen. Klang das jetzt so rassistisch, wenn ich sage, ich hab. Nein. Gut. So, dann ist der Tank schon mal fertig. Juhu! Ja. Chaos hat Tank gemacht. Chaos hat Tank gebaut. So, jetzt müssen wir natürlich. Das machen wir gleich. Jetzt brauchen wir erstmal die Redstone Engines fertig. Soll ich dir vielleicht schon mal ein Extractor-Modul bauen? Das kannst du denn schon machen, ja. Du bist ja eh schneller beim Haus als ich. Genau, vor allem ich bin. Das ist ja eh so ein Nebenprodukt jetzt, was wir machen. Genau. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Creeper-Gesicht. Vielleicht. Vielleicht. Sam denkt sich, haha, habe ich mit Absicht gemacht, dass er sich erschreckt. Überlegt gerade. So. Also, ja, vier Redstone Engines wollen wir haben. Soll ich denn eigentlich die Reste von dir jetzt hin tun? Also, ich meine die Reste von deinem Tank. Da, wo die Schmelzöfen sind, wenn du in den Raum reinkommst, ganz rechts hinten an der Wand, ist eine Kiste, wo auch Elektrikzeugs ja. Drin liegt. Okay, weil da ist. Du hast jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Iron Tank Walls noch und. Gib mir mal Eisen. Eisen. Salve und. Eisen. Ja. Danke. Ja, okay. Und da, hier. Was? Hast du noch zufällig Holz? Nope. Ich habe ja wieder mal voll vergessen, wie man sowas hier baut. Yay! Ich baue das eindeutig zu seltenst. Redstone brauche ich. Mod. Punkt. Falsch. Logistik. Richtig. Oh, ich habe kein Redstone mehr. Alter Verwalter. Stimmt, Sam braucht jetzt ganz viel Redstone. So. Ja. Ist dir ein schnelles Brauspumpen wichtig oder? Nö. Gut, weil dann reicht nämlich ein normales MK1 Modul. Weil es gibt nämlich auch noch das MK2 und das Advanced. Und ja, sogar MK3. Dann mach einfach das MK2 und fertig ist. Den ganzen Rest haben wir auch auf MK2. Ja, ist auch nicht sonderlich teuer irgendwie. Das aber falsch, richtig. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Erstmal brauche ich ein Extractor-Modul. Ich baue das mal eben bei mir zusammen. Mach das. Weil ich habe nämlich ja die Chipfabrik. Pistons, check. Lass mich raten, ich brauche 8 davon und habe nur 4 gebaut. Ja. Jetzt sind es 6. Und ich habe kein Holz mehr. Ach doch, habe ich schon noch. Zack. So. Hab ich. Sag mal, meine Frage. Wie steht ihr eigentlich zu Halloween? Wie ich dazu stehe? Ich meine, es war ja jetzt die letzten Tage und. Es kommt drauf an, wo du wohnst, ist nämlich immer noch Halloween. Das haben wir leider vergessen, in die Artikel mit reinzuschreiben. Heute ist ja Freitag. So, heute ist ja eigentlich genau. Allerheiligen. Das, genau. Was ursprünglich hieß All Hallows Eve. Genau, das habe ich nämlich auch in deinem Blog gelesen. Genau, das, also von Schatzis Blog. Schatzi hat den geschrieben, nicht ich. Ja, von euch.
was früher All Hallows Eve hieß. Und das war dann irgendwann von den Iren nach Amerika geschleppt worden. Daraus wurde dann Halloween. Ah. Also die Nacht zu Allerheiligen, die Nacht zum 1. November. Okay. So, das ist Halloween. Es hat nichts mit dem 31. Oktober. Es ist nicht am 31. Oktober, sondern es ist in der Nacht zum 1. November. So rum ist es eigentlich richtig. In Mexiko heißt das Ding allerdings, ich habe den Namen voll vergessen, wie es auf Spanisch ausgesprochen heißt, Tag der Toten. Und da ist das vom 31. Oktober bis zum 3. November. Das sind volle 4 Tage. Ah. Deswegen sage ich, es kommt drauf an, wo du gerade bist. Wir haben ja noch den 1. November, also offiziell ist noch Halloween, noch ist Allerheiligen. Für uns Europäer und für die Amis nicht mehr, weil für die ist das dann irgendwann der 31. geworden. Ja. Also ist dann irgendwann halt so eine Verfremdung des eigentlichen Ereignisses geworden, weil man hat es wahrscheinlich früher genauso gefeiert, am 31. die Nacht auf, dann hieß es, ging es halt immer noch darum, dass es der 1. ist. Und dann wurde irgendwann daraus, ja, man hat es ja immer am 31. gemacht, also ist Halloween am 31. geworden. All Hallows Eve, Allerheiligen ist dann der 1. Und irgendwas mit de la Muertes bei den Mexikanern oder generell Südamerika ist dann halt der Tag der Toten. Und der ist mehrere Tage lang. Was ist denn das mit diesen Blumengirlanden, die da, oder Blumenstraßen, die gelegt werden, um halt die Toten nach Hause zu führen? Ah. Und das ist eigentlich doch, wie ich dazu stehe, es kommt drauf an. Also, in Bezug auf dem, was es eigentlich ist, also als was es gedacht ist, sprich als Tag der Toten zu gedenken, wie Frohen Leichnam zum Beispiel, ist ja auch so ein Tag, wo man den Verstorbenen gedenkt, kann man machen, wenn man denn in der passenden Religion ist. Weil ich finde, den verstorbenen Familienmitgliedern, die ich habe, den kann man eigentlich immer gedenken. Dafür brauche ich jetzt keinen Feiertag. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn man in der Religion ist, römisch-katholisch oder Evangele, die haben wir, glaube ich, beide diese Tage, dann kann man das auch feiern und zelebrieren, so wie es denn religiös technisch passend ist. Also im stillen Gedenken ist es ja meistens so bei uns Europäern. Das, was die Gesellschaft draus gemacht hat, in Amerika zum Beispiel, ist jetzt nicht mein Ding. Also wenn bei mir, ich fände das immer so lustig, wenn, da habe ich noch in einer alten Wohnung gewohnt, da haben dann öfters mal Kiddies am 1. November bei uns geklingelt und meinten dann so Happy Halloween, weil ich weiß nicht, wie die auf den Trichter kommen, denen die Eltern gesagt haben, dass es eigentlich Allerheiligen ist und das am 1. November, oder ob die das nicht richtig im Kopf hatten oder wie auch immer. Dass sie halt am 1. November mal rübergekommen sind, dann habe ich da mit mir rotzfrech vor deren Augen Süßigkeiten in den Mund gestopft, habe gesagt, hab nichts mehr. weil ich genau wusste, dass die kommen. Und hätte ich aber auch genauso am 31. gemacht, weil ich sage, dass es vollkommener Spök ist. Dann, was der Kommerz an sich draus macht, also die Firmen, die Geschäfte, um einfach wie beim Valentinstag Kohle abzusahnen, muss ich nicht unbedingt machen. Ich nutze aber auch gerne diesen Feiertag, um an dem Wochenende um den Feiertag herum, also davor oder danach, je nachdem, wie der Tag halt liegt. Bei uns ist es jetzt Donnerstag gewesen, also nutzen wir zum Beispiel diesen Anlass, sage ich mal, um uns am 2. November, also am Samstag, so morgen für uns, Freunde einzuladen, gemütlich zu Hause zu sitzen, ein paar Filme zu schauen, Blödsinn zu quatschen. Frauchen hat gerade den ganzen Tag gebacken. Irgendwelche schönen Halloween-Horror-Dinger, zum Beispiel so ein aus Marzipan und Muffins, ein riesiges, blutiges Ochsenherz. Ich habe gerade nur Marzipan gehört. Ja, ich war mir klar. Um das halt einfach dementsprechend, weiß ich nicht, weil es schön ist, weil es Spaß macht. Ja. Also keinen besonderen Grund. Aber ansonsten so zelebrieren mit an dem Tag irgendwas an sich Besonderes zu machen, eigentlich nicht. Glas brauche ich noch. Habe ich noch. Sind die ansonsten eigentlich nicht, ne? Was macht Sam denn so an Halloween? Nix. Nix. Und du, Chaos, wenn du schon fragst. Ja, bei uns ist es quasi ähnlich. Also wir werden uns morgen auch, morgen kommen auch ein paar Freunde. Und wir setzen uns auch da zusammen und einfach ein bisschen quatschen, Filmchen schauen vielleicht. Und leckere Glibberhände und abgerissene Finger essen.